Wieder einmal heiße ich alle Leute, die sich hier auf meinem Kanal bei Kuvenau verirrt haben, sehr herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch mal dieses kleine Teil hier vorstellen. Und ich kann euch nur schon so viel verraten, wenn ihr das Video bis zum Ende angeguckt habt, dann werdet ihr zukünftig dieses Teil hier wirklich lieben. Denn ihr wisst oder ihr kennt es eigentlich alle, spätestens wenn wir LEDs eingebaut haben und die anschließen wollen, ja, also es ist jetzt dann egal, ob das jetzt hier ein K-Systemfahrzeug, ein Open-K-Decoder ist oder ob das irgendein anderes, ob das ein Gebäudemodell ist oder so. Also spätestens wenn wir die Dinger eingebaut haben und die anschließen wollen, dann stellt sich immer die Frage, wie groß muss jetzt der Vorwiderstand sein, dass die LED nicht zu hell ist, nicht zu dunkel ist, ja, und so weiter. Die Frage stellt sich dann spätestens immer. Und oftmals, ja, wie macht man das? Also ich habe es bisher immer so gemacht. Ich habe dann die LED an mein Labornetzteil angeschlossen, habe dann vorsichtig die Spannung hoch und runter gedreht, habe dann geguckt, was liegt am Netzteil für eine Spannung an und was verbraucht die LED für einen Strom und habe dann über das ohmsche Gesetz, R ist U mal I, und habe dann daraus meinen Widerstandswert berechnet. Andere Alternative wäre noch, naja, ich habe halt zig Widerstände da und probiere sie alle einzeln durch. Das ist die andere Alternative, ne? Aber sowohl die eine als auch die andere Methode ist halt dann doch, je nachdem wie viel man machen muss, relativ zeitaufwendig und ein bisschen, ja, eine Fummelei. Jetzt bin ich die letzten Tage beim Durchstöbern vom Internet, bin ich auf dieses Teil hier gestoßen. Und dieses Teil schimpft sich Widerstandsboard. Mit diesem Board könnt ihr sozusagen jeden Widerstandswert von einem Ohm bis, naja, hier oben steht's, oder von 0 Ohm besser gesagt, naja, wenn ich 0 Ohm habe, brauche ich eigentlich kein Widerstandsboard, ne? Aber von 0 Ohm bis 9900 bla bla bla, also 9,9999 Megaohm einstellen. Das hört sich jetzt auch erstmal an, so, wie jetzt, was, hä? Kapier immer noch nichts. Aber deshalb zeige ich euch jetzt das Teil einfach mal. Und jetzt brauche ich eigentlich nichts anderes zu machen, wie einfach dieses Teil zwischen meine LED zu schalten. Ja, in Reihe in meine LED reinzuschalten. Und dann kann ich quasi hier über diese einzelnen Jumperbrücken, kann ich quasi durch Umstecken dieser Jumper den Widerstandswert verändern und stecke dann halt einfach den Jumper so lang um, bis mir einfach die Helligkeit gefällt. Wenn ihr nur Open-Car-Fahrzeuge umbaut, ja, dann könnt ihr natürlich hier eine feste Eingangsspannung nehmen. Ich würde euch dann auf jeden Fall eine Eingangsspannung von 3,3 Volt empfehlen, weil genau das ja die Spannung ist, die der K-Decoder rausgibt. Ich meine, ich kann natürlich auch direkt ein LiPo dranhängen, aber ein LiPo hat halt mal von 4,2 bis 3,2 Volt, kann er alles abfahren. Und naja, dann werde ich halt immer wieder Schwankungen drin haben und das Ergebnis, was ich hier einstelle, wird nie mit dem Ergebnis vom K-Decoder übereinstimmen, weil eben der konstant 3,3 Volt rausgibt. Deshalb würde ich es euch zumindest so empfehlen, wenn ihr das nur an einem K-System oder einem K-Decoder verwenden wollt, wenn ihr nur K-Systemfahrzeuge umbaut und da die LEDs braucht, dann würde ich euch einen festen Spannungsregler empfehlen, der eben die 3,3 Volt Ausgangsspannung liefert. Und den schalten wir einfach hier davor. Dann kann ich hier mit jeder x-beliebigen Eingangsspannung, ja, das können dann 5 Volt, das können dann 12 Volt sein, egal was es ist. Das kann dann auch ein ganz normales Netzteil sein, da brauche ich dann kein Labornetzgerät mehr. Das schalte ich dann einfach hier vorne ran. Hab dann hier am Ausgang, ich habe es natürlich alles schon eingestellt, auf 3,3 Volt eingestellt. Und dann habe ich hier am Ausgang meine 3,3 Volt und dann kann ich einfach dieses Teil hier so dazwischen schalten. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich wieder schlecht gelötet habe, ne? Sauerei. Genau, jetzt kann ich das hier so dazwischen schalten und dann kann ich hier hinten, habe ich mir jetzt einfach so Klemmen gleich dran gemacht und da kann ich jetzt jede LED anschließen. Und kann dann einfach meinen Widerstandswert abfahren. Aber auf eins will ich euch jetzt noch aufmerksam machen. Wie ihr, oder wie mit Sicherheit der ein oder andere schon weiß, sind ja auf dem K-Decoder schon Widerstände verbaut.
Und der liegt beim KV5 Decoder bei 100 Ohm. Deshalb würde ich jetzt auf jeden Fall mal mindestens hergehen und würde hier schon mal 100 Ohm einstellen. Also hier haben wir dann die mal 100 R. Ja, und das würde ich dann hier auf 1 stellen. Somit habe ich die 100 Ohm. Ja, das würde ich auf jeden Fall mal mindestens machen. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, die zeige ich euch jetzt gleich dann im Anschluss. Und jetzt kann ich einfach mit der Antiklemme hier dran gehen und kann hier meine LED anschließen. Wunderbar, gerade falsch rum. Dann drehen wir sie rum. So, seht ihr, und jetzt leuchtet die. Na? Ich halte sie mal so, dass ihr sie auch in der Kamera sehen könnt. Und jetzt kann ich einfach sagen, okay, das ist mir jetzt zu hell, wir probieren es mal mit 300 Ohm. Dann ziehe ich den hier raus und stecke den eben einfach bei 300 Ohm rein. Da hat sich jetzt natürlich noch nicht viel getan. Dann gehe ich einfach mal her, sage, naja, was ist denn bei 600 Ohm? Sage ich, ja, das ist schon ein bisschen dunkler, also es leuchtet schon nicht mehr so stark, aber es ist mir immer noch zu hell. Naja, jetzt bin ich hier bei den 100 Ohm schon fast am Ende. Dann machen wir doch einfach mal den Kilo-Ohm. Und jetzt, seht ihr, jetzt haben wir 1,6 Kilo-Ohm. Ja, und jetzt ist die natürlich schon wesentlich dunkler. Ne? Jetzt kann ich sagen, okay, passt mir oder ja, es ist mir doch noch zu hell. Dann gehe ich halt her und mache mal meine 2,6 Kilo-Ohm. Ja, wenn ich jetzt sage, ist mir zu dunkel, probieren wir halt hier mal wieder mit 2 Kilo Ohm aus. Also so kann ich jetzt einfach hier durch Umstecken dieser Jumper. In dem Set sind übrigens auch noch ein paar andere Jumper dabei. Ja, wem das jetzt hier mit diesen kleinen Jumpern so umständlich ist. Hier sind auch noch so ein paar Jumper mit so langen Kappen dabei. Also wenn ich die dann nehme, dann kann man die kann man wesentlich einfacher umstecken. Ja, die kann man wesentlich einfacher ziehen. Und so kann ich jetzt einfach meine LED durchschalten und kann sagen, naja, das ist mir alles jetzt zu hell. Ja, das wäre jetzt eigentlich das richtige Licht für mich. Dann sehe ich, aha, ich bin jetzt bei 9 Kilo Ohm. Und jetzt brauche ich halt bloß noch hergehen und muss mir quasi meinen Widerstand raussuchen und kann direkt einlöten. Hier muss ich natürlich jetzt noch berücksichtigen, dass auf meinem K-Decoder schon die 100 Ohm verbaut sind. Da kann ich nur sagen, naja, sobald ich mich im Kilo-Ohm-Bereich bewege, ja, also sobald ich bei 1 Kilo-Ohm bin, kann ich eigentlich die 100 Ohm vernachlässigen. Bin ich weiter unten, dann spielen die 100 Ohm natürlich schon eine Rolle. Auf jeden Fall, als ich dieses Teil jetzt zum ersten Mal ausprobiert habe, bevor ich das Video gedreht habe, war ich eigentlich gleich Feuer und Flamme von dem Teil, weil ich finde das einfach genial. Ich brauche mir weder eine Spannung am Netzteil anzugucken, noch den Stromverbrauch von der LED zu messen, damit ich dann den Widerstandswert berechnen kann. Ja? Ich brauche es einfach hier stecken und sehe im Prinzip sofort meinen Widerstandswert. Hm? Wichtig ist halt, ich darf pro Reihe plus so ein Dings hier draufstecken, weil wenn ich jetzt hergehe und sage, naja, ich mache das mal so hier, dann wird die natürlich heller, dann nimmt er natürlich den Wert. Ja? Also er nimmt dann immer den niedrigsten Wert. Das bringt mir nichts, wenn ich dann hier alles hochstecke. Irgendwann bin ich dann wieder bei 0 oben. Ne? Also ich brauche eigentlich pro Reihe bloß immer eine Kappe und stecke die dann halt sukzessive von oben nach unten. Ja, und wenn ich jetzt sage, ne, die 9 Kilo Ohm, die sind mir zu viel, dann kann ich es wieder mit 8 probieren, mit 7. Ja, oder ich gehe halt hier auf 3 und probiere dann hier noch die Werte durch. Also ich habe hier alle Möglichkeiten. Und so kann ich die fertig eingebauten LEDs zum Beispiel, ja, kann ich direkt am Fahrzeug mir angucken, indem ich sie halt kurz mal über das Board schleife. Eben habe ich ja schon gesagt, naja, ihr müsst immer aufpassen, auf dem K-Decoder ist ja schon der 100 Ohm Widerstand verbaut und den müsst ihr quasi hier einstellen. Und da ist jetzt halt so, naja, wenn ich jetzt hier meine 4 Kilo Ohm habe, dann sind es eigentlich bloß 3,9 Kilo Ohm. Meine 100 Ohm wären dann die 4 Kilo Ohm. Also ich müsste dann halt immer wieder diese 100 Ohm abziehen, sozusagen. Eine andere Alternative ist halt,
ich mache mir hier einfach in die Zuleitung schon einen 100 Ohm Widerstand rein. Ja, mach den einfach hier mit rein, dann kann mir auch zum Beispiel hier nichts passieren, wenn ich aus Versehen hier alles auf Null stelle. Ja, kann mir auch nichts passieren, weil die 100 Ohm ja da schon drin sind. Und ich habe halt quasi den Widerstandswert, den ich hier einstelle. Das ist dann auch mein endgültiger Widerstandswert, den ich verbauen soll oder verbauen müsste. Ja, also das ist die andere Alternative. Ich mache mir hier den Widerstand halt schon rein. Ja, den Minimalwiderstand, sagen wir es mal so. Da muss man jetzt halt wieder berücksichtigen, das passt jetzt hier für den Open-Card-Decoder, die 100 Ohm. Wenn ich natürlich dieses Teil noch für andere Sachen benutzen will, ja, für Häuserbeleuchtung zum Beispiel. Bei Häuserbeleuchtung haben wir ja meistens, sind wir ja da in den 12 Ohm, sage ich schon 12 Ohm. Da sind wir ja meistens so in dem 12-Volt-Bereich. Da ist natürlich dann der 100 Ohm Widerstand viel zu niedrig. Dann, da müsste man halt dann hier einen höheren Widerstand einbauen oder müsste halt hier schon ein bisschen was höher einstellen. Man kann sich auch mehrere Zuleitungskabel machen, wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Da ist ja eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ne? Aber im Grunde genommen finde ich dieses Teil echt mega, mega geil. Und wenn man jetzt überlegt, dass das Teil gerade mal, also das Teil hier, hat gerade mal 7 Euro gekostet. Für gerade mal 7 Euro spare ich mir zukünftig die ganze Messerei, Rechnerei und Probiererei. Ja? Weil ich brauche keine zig Widerstandswerte jetzt hier herholen, brauche die dazwischen reinzuschalten und so weiter. Ich kann hier alles wunderbar über das Board abfahren oder abstecken und lese es dann einfach ab und dann suche ich mir den Widerstand raus und baue ihn ein. Ne? Finde ich mega, mega, mega genial. Deshalb habe ich auch am Anfang schon gesagt, ihr werdet das Board zukünftig lieben. Und auch ich werde zukünftig immer dieses Board benutzen, weil einfacher geht es eigentlich nicht mehr. Alle Links zu den Komponenten hier, die ich jetzt hier verwendet habe, auch diese Messspitzen oder diese Klemmen hier, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und würde euch noch bitten, wenn ihr vorhabt, dieses Teil euch zu kaufen, dann kauft es bitte über den Link unten in der Videobeschreibung, denn der Preis ist der gleiche, ob ihr es über den Link kauft oder direkt oder andersrum kauft, sage ich jetzt einfach mal so. Da ist der Preis ist 1:1 der gleiche, der einzige Unterschied ist, wenn ihr das Teil über den Link unten kauft, bekomme ich noch eine kleine Provision, das heißt, ihr tut euch was Gutes und tut auch gleichzeitig noch mir was Gutes. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses heutigen Videos angelangt. Heute mal ein relativ kurzes Video, aber dennoch hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und ich konnte euch mal was richtig Tolles zeigen, was euch zukünftig jede Menge Arbeit erspart, auch mir jede Menge Arbeit erspart. Und in dem Sinne wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.